So, meine Damen und Herren, der nächste Redner ist auch ein Impulsvortrag. Wir leben von Impulsen heute Vormittag. Ich freue mich sehr, dass der nächste Vortrag von Herrn Krämer vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gehalten wird, der nicht nur mittlerweile verschiedene Initiativen hier vor Ort, sondern generell auch um die Telemedizin in Bayern begleitet hat und daraus Erfahrungswerte schöpft. Er ist gerade gelobt worden, dass Bayern hier eine Vorzeigeregion und ein Pioniergeist im Bereich Telemedizin ist. Aber das ändert nichts daran, dass wir auch gerade ein paar kritische Worte gehört haben. Wie geht das weiter? Wie wird die Refinanzierung gesichert sein? Welche politischen Aktivitäten wird man begründen können, um nicht erst in 20 Jahren sozusagen dann die demografische Situation meistern zu können oder eben gar nicht mehr meistern zu können? Wir sind sehr gespannt, Herr Krämer, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Professor Kriegling, auch für die Einladung inzwischen zum dritten Mal hier nach Bad Kissing. Es ist zwar erst der zweite Kongress, aber es gab ja auch schon mal eine Veranstaltung im ZTM ein Jahr danach. Und man muss feststellen, bei jeder Veranstaltung haben Sie die Größe des Vortragssaals etwas üppiger gestaltet. Nachdem Sie jetzt schon gesagt haben, ZTM 2030 ist Ihre Version, darf man jetzt ja schon gespannt sein, in welchem Raum wir dann tagen, wenn das so dynamisch weitergeht. Ich nehme das aber auch schon mal mit, dass Sie gewillt sind, hier in Bad Kissingen auch die Telemedizin weiter voranzutreiben und weiter zu wachsen. Das ist für uns ein sehr wichtiges Signal. Wir nehmen das auch sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass Sie solche Tagen hier führen, zum ersten Mal auch zusammen mit der DG Telemed, die uns ja auch schon seit Jahren begleitet und bekannt ist. Und wir sehen darin schon auch eine wichtige Zusammenarbeit, dass man also bayerische Positionen, aber auch zusammen mit Bundespositionen gemeinsam betrachtet und hier versucht, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Dafür schon mal unseren herzlichen Dank. Ich darf Sie dann nochmals begrüßen, auch im Namen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und unserer Ministerin, Frau Melanie Hummel, die ja auch mit dem ZDM schon länger verbunden ist. Sie war auch dieses Jahr schon bei Ihnen und hat den letzten Förderbescheid übergeben. Und wäre sicherlich auch heute gerne persönlich gekommen konnte, aber Sie wissen es ja, Politiker haben einen recht strammen Terminkalender, sodass es ja diesmal nicht möglich war. Einleitend vielleicht noch kurz zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Krämer, ich bin Jurist im jetzigen Gesundheits- und Pflegeministerium und bin dort in der Krankenhausabteilung angesiedelt. Mein Haupttätigkeitsgebiet ist also Krankenhauspolitik und Krankenhausrecht. Ich habe hier das Referat für die Krankenhausförderung, also für die Investitionskostenfinanzierung und dies passend auch für hier für die fränkischen Gebiete und für die Oberpfalz. Dazu ist dann gekommen der Bereich Telemedizin. Da kann man sich jetzt erst fragen, warum ist Telemedizin in der Krankenhausabteilung und nicht vielleicht in der Abteilung für Kranken- und Versicherungsrecht, wo man es auch vermuten könnte. Das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass die ersten großen Projekte, der Herr Loos hat es ja auch erwähnt, einfach im stationären Bereich angesiedelt waren und auch hauptsächlich derzeit auch noch sind. Und deshalb hat man damals gesagt, ist ein Bezug zum Krankenhaus sicher nicht gegeben. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich bemüht, die Telemedizin nicht nur isoliert auf den stationären Sektor zu sehen, aber dort waren eben die Anfänge und deshalb ist es auch in der Krankenhausabteilung. Wir haben jetzt mit unserem Ministerium im letzten Jahr, waren wir ja noch quasi Untermieter im damaligen Umweltministerium oder im jetzigen Umweltministerium. Wir haben jetzt seit August einen neuen Standort bekommen. Wir sitzen jetzt in der Nähe des Ostbahnhofs in München am Heidener Platz 1. Mitte September, Sie sehen es hier auf dem Bild, kam der Herr Ministerpräsident Seehofer zu uns und hat einen großen Schlüssel der Ministerin überreicht. Jetzt kann man überlegen, ob die Größe des Schlüssels die Größe der Probleme im Gesundheitswesen symbolisiert oder die Erwartungen, die an uns gestellt sind. Das lassen wir jetzt mal offen. Wir sind aber bemüht, auch in dem neuen Dienstgebäude die Dinge, die an die Erwartungen oder auch die Aufgaben, die in der Gesundheitspolitik sicherlich
nicht nur im Bereich der Telemedizin, sondern allgemein sehr groß sind, dort anzugehen. Und ich denke, so ein eigenes Dienstgebäude ist auch für die Arbeit eines Ministeriums schon eine schöne Sache, sodass wir uns schon auch gefreut haben, jetzt entsprechend neue Räumlichkeiten beziehen zu können. Die Ziele der Gesundheitspolitik muss ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Die haben sich seit dem letzten Jahr eigentlich nicht geändert. Sie sind immer aktuell. Wir wollen gleichwertige Lebensbedingungen in allen Landesteilen, eine hochwertige medizinische Leistung, dort eine ortsnahe Versorgung und natürlich die entsprechende Versorgungsqualität und die Verzahnung von stationären, ambulanten und rehabilitativen Bereichen ist ein Dauerthema. Ich denke, diese Folie wird man auch in den nächsten 5 Jahren noch zeigen können. Das sind die großen Aufgaben, die man sicherlich nicht von heute auf morgen lösen kann, aber die eben auf der Agenda der Gesundheitspolitik ganz oben stehen. Sie wissen auch, dass Telemedizin hierfür ein Lösungsansatz sein kann. Es kann natürlich nicht, ist ja auch bekannt, nicht der generelle Lösungsweg schlechthin sein. Das ist eine Vielfalt von Maßnahmen, die man da braucht. Wir beschäftigen uns jetzt eben mit der Telemedizin, weil, was vorher auch schon zum Ausdruck kommt, dies durch die technischen Möglichkeiten, die heutzutage bestehen, doch ein großer Wissenstransfer möglich ist und wir hier die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum noch stärken können. Und diesen Weg wollen wir auch entsprechend weitergehen. Das hat sich in diesem Jahr auch die Staatsregierung ziemlich deutlich auf ihre Fahnen geschrieben. Es gibt die Regierungserklärung von Herrn Ministerpräsident Seehofer vom 12.11.2013, die natürlich sehr weit gefasst war, aber immerhin ist dort auch aufgeführt, wörtlich, wir bauen die Telemedizin aus und nutzen die digitalen Chancen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das ist eben aus der Regierungserklärung Bayern die Zukunft. Und das ist für unser Haus natürlich auch ein gewisser Auftrag, dort weiterzumachen, die Dinge weiterzuentwickeln im Rahmen der uns hier dann zur Verfügung gestellten Möglichkeiten. Natürlich auch, muss man möglicherweise auch sagen, im Rahmen der auch finanziell bestehenden Möglichkeiten. Als erster Schritt zur Umsetzung auch der Regierungsergänzung ist ein Teil davon, hat am 9. Mai 2014 in der Residenz in München unter Leitung des Ministerpräsidenten ein Digitalisierungsgipfel stattgefunden. Dort waren aus allen verschiedenen Bereichen der Politik Experten eingeladen, auch aus dem Gesundheitsbereich. Da war unter anderem der Herr Dr. Jedamczyk als Experte geladen, der ja die Bayerische Telemed-Allianz in Ingolstadt hat. Ich durfte damals an dem Gipfel auch als Zuhörer teilnehmen. Und auch dort wurde eben dem Gesundheitsbereich ein recht deutlicher Schwerpunkt eingeräumt. Und es wurde da auch gesagt, dass eben im Rahmen der Digitalisierungsstrategie Bayern Digital auch telemedizinische Projekte weiter vom Freistaat Bayern umgesetzt werden sollen und sicherlich auch müssen. Und dort haben wir auch intern dann schon 3 Projekte identifiziert, die jetzt im Laufe diesen und des nächsten und vielleicht übernächsten Jahres dann umgesetzt werden, um den Vorgaben dieses Gipfels damit gerecht zu werden. Wir haben jetzt als Hauptaufgabe für die laufende Legislaturperiode uns 5 Schwerpunkte ausgesucht, in denen man jetzt versucht, diese Dinge weiter voranzutreiben. Wir wollen zum einen die telemedizinischen Netzwerke ausbauen. Es wurde heute schon mehrfach erwähnt, dass im Bereich der Schlaganfallversorgung wir jetzt ja schon eine ganze Reihe von Netzwerken in Bayern aufgebaut haben. Es hat sich aber auch gezeigt, dass dort sehr positive Erfahrungen gemacht werden. Zumindest also aus bayerischer Sicht kann man das sagen. Herr Lohs, Sie hatten ja auch angesprochen, warum geht das nicht in anderen Ländern? Diese Frage haben wir uns auch schon gestellt. Das Netzwerk Transit, was ja hier etabliert worden ist, sollte ja ursprünglich von der Grundkonzeption als länderübergreifendes Netzwerk mit Kooperationskliniken in Baden-Württemberg und auch in Hessen gestartet werden. Das waren teilweise, muss man wirklich sagen, ich war teilweise auch dabei, sehr ernüchternde Gespräche, weil schlicht und einfach auch von den anderen Ländern, ob das jetzt von den Kassenvertretern oder von den politischen Vertretern, die Notwendigkeit nicht gesehen wurde. Das hat uns schon sehr verwundert, weil
wir eigentlich schon sehr gute Erfahrungen mit diesen Netzwerkstrukturen gemacht haben. Aber in anderen Ländern ist man vielleicht noch nicht so weit oder hat sich vielleicht mit den Ergebnissen noch nicht so beschäftigt. Wir fanden es sehr bedauerlich, dass die Nachbarländer sich jetzt da derzeit noch einer Kooperation verschlossen gezeigt haben. Nichtsdestotrotz haben wir immer betont, dass durch den Start von Transit jetzt hier in Franken damit nicht die Teilnahmemöglichkeit anderer Bundesländer für immer ausgeschlossen ist. Ganz im Gegenteil, wenn sich dort dann auch ein Bewusstseinswandel durchsetzt oder die Erkenntnis durchsetzt, dass es vielleicht doch eine gute Gelegenheit ist, werden wir mit Sicherheit schon auch offen dafür, eine grenzüberschreitende Versorgung von Bundesland zu machen, weil gerade auch für Bürger, die in diesen grenznahen Regionen wohnen, der Schlaganfall macht keinen Halt vor irgendwelchen Landesgrenzen. Von daher wäre es durchaus auch sinnvoll, jetzt nicht hier stark an irgendwelchen Bundeslandsgrenzen zu halten. Wir wollen aber auch diese positiven Erfahrungen, die wir für uns gezogen haben, auch auf andere Diagnosen ausdehnen. Es gibt ja schon in einem Pilotprojekt das Netzwerk Tele für Epilepsie, ausgehend von dem Universitätsklinikum Erlangen, die jetzt mit Schweinfurt und Bayreuth schon zwei Häuser angeschlossen haben. Dieses Netzwerk ist für uns sehr erfolgreich auch gestartet und das wollen wir jetzt in einem ersten Schritt auch weiter ausbauen und dort auch die stationären Strukturen schon etwas verlassen und versuchen auch den einen oder anderen niedergelassenen Kollegen mit in die Versorgung einzubeziehen, weil wir eben damit auch zeigen wollen, es ist keine rein stationäre Angelegenheit, es ist etwas, was alle Versorgungssektoren betrifft und dort werden wir jetzt im nächsten Jahr, wir haben mit dem Projektträger schon gesprochen, wird dann im nächsten Jahr ein entsprechender Antrag eingereicht und dann auch umgesetzt werden. Der zweite wesentliche Teil ist, auch darauf ist der Herr Loos schon eingegangen, dass wir die Telemedizin auch außerhalb der stationären und ambulanten Strukturen etablieren wollen. Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass im Bereich der Pflege die Chancen und der Telemedizin liegen bisher noch nicht offensichtlich umgesetzt werden. Das ist, nachdem wir jetzt ja auch die Pflege in unserem Ministeriumsnamen tragen, auch eine Aufgabe, der wir uns stellen wollen, dass wir auch in der Pflege erste telemedizinische Projekte umsetzen wollen. Das war auch Thema auf dem Digitalisierungsgipfel vom Mai. Wir haben da einen entsprechenden Projektantrag auch schon vorliegen. Das erste Pflegeprojekt in der Telemedizin soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden und damit ab Anfang nächsten Jahres starten. Wir haben auch noch zwei weitere Projekte aus der Pflege, die wir dann im Laufe des kommenden oder des übernächsten Jahres auch umsetzen wollen. Unsere Zentren, das ZTM, hat ja auch schon Erfahrungen mit telemedizinischen Projekten in der Pflege gemacht und auch die Telemed-Allianz in Ingolstadt. Diese beiden Zentren wollen wir bei der Ausarbeitung entsprechender Konzepte natürlich auch mit einbinden, um deren Erfahrungen auch uns zunutze machen zu können. Der dritte Punkt ist dann, dass wir auch weiterhin Einzelprojekte unterstützen wollen. Dass sich das lohnt, hat man ja auch in der Grafik von Herrn Loos gesehen. Da ist unser Balken an geförderten Projekten bei Ihnen noch bei 45 gewesen. Da können Sie jetzt schon ruhig den Balken noch etwas erhöhen. Auch jetzt liegen wir, glaube ich, bei ungefähr 10 Projekten mehr, die wir gefördert haben. Dass es sehr viel gibt. Sie kennen ja sicherlich alle die Publikationen auch von der Telemed-Allianz, das Spektrum Telemedizin Bayern. Da sind jetzt ja nicht nur die geförderten, sondern auch die nicht geförderten Projekte aufgeführt. Es gibt eine sehr breite Landschaft von Einzelprojekten, die auch sehr erfolgreich arbeiten. Aber eben auch, wie zu Recht gesagt wurde, geht es nach dem Auslaufen der Förderung weiter. Das ist ein ganz großes Problem, komme ich nachher auch noch drauf. Es ist nämlich wirklich schade, wenn das eine oder andere sinnvolle Projekt dann schlicht und einfach versanden muss, weil die Finanzierung nicht weitergehen kann. Nicht jedes Projekt kann vom Idealismus der Projektträger dauerhaft fortgeführt werden. Das übersteigt auch deren Kapazitäten, wobei man auch sagen muss, ohne Idealismus der Projektträger und ohne deren Kreativität und Einfallsreichtum wären wir in Bayern noch
lange nicht so weit, wie wir heute sind. Das muss man immer wieder betonen und auch betonen, dass es auch außerhalb der staatlichen Förderung sehr viele umgesetzte Projekte gibt, für die wir auch sehr dankbar sind, weil wir können letztlich nicht jedes Projekt unterstützen. Das ist auch aus haushaltsrechtlichen Mitteln nicht möglich und man muss auch Impulse geben und eben auch das, den Gedanken weitertragen und auch hier für die entsprechenden Mitstreiter. Wir haben jetzt ein Projekt auch angenommen, das ist ein Weiterbildungsangebot in der Telemedizin, das wird von der Universität Erlangen-Nürnberg auch initiiert. Das halten wir auch sehr wichtig, dass allein dieser Gedanke der Telemedizin weiter verankert wird, auch in den Köpfen derer, die sie dann letztlich umsetzen sollen, sprich der Ärzte, weil wir gemerkt haben, dass dort zum Teil leider auch noch eine gewisse Scheu oder auch noch nicht so die Kenntnis über die Möglichkeiten da liegt, wie man sie sich vielleicht wünschen könnte. Aber ich denke, wenn man jetzt auch die heranwachsenden Ärztegenerationen frühzeitig und intensiv mit diesem Thema befasst, kann man dort auch noch viel bewegen. Der vierte Punkt wäre dann die weitere und dauerhafte Etablierung der telemedizinischen Zentren. Sie wissen selbst, das Zentrum für Telemedizin wurde heute auch gesagt, beruht auf einem Ministerratsbeschluss. Ein Aufbau innerhalb 4 Jahren soll möglich sein. Jetzt ist ja das 3. Jahr, demnächst beginnt das 4. Damit wäre da eigentlich ja der Aufbau dann weitgehend nach den politischen Vorgaben dann abgeschlossen. Das soll aber natürlich nicht heißen, dass Sie dann im übernächsten Jahr hier die Türen schließen und sagen, das war's jetzt. Ich habe aber auch aus den Worten von Herrn Gebing ja entnommen, dass Sie keineswegs vorhaben, Ihr Zentrum dann zu schließen, sondern dass das sich weiterentwickelt und man wird sehen, wie wir das dann auch weiter begleiten können. Gleiches gilt für die Bayerische Telemed-Allianz in Ingolstadt. Beide Zentren sollen sich ja als zentrale oder auch eher regional orientierte Anlaufstellen finden. Wir sehen natürlich auch sehr gerne, dass die beiden Zentren in einem regen fachlichen Austausch sind. Ich habe so das Gefühl, die Zusammenarbeit zwischen Herrn Gedamczyk und auch dem Team von Herrn Dresbach funktioniert sehr reibungslos und das ist weniger ein Konkurrenzdenken als ein Miteinander zum Wohle der Sache. Das gefällt uns sehr gut und das möchten wir auch gerne so weiterentwickeln. Wir werden also diese Zentren auch weiter begleiten. Dann, was auch ein ganz wichtiger fünfter Aspekt ist, die Akzeptanz der Telemedizin weiter ins öffentliche Interesse zu rücken. Es wurde heute auch schon gesagt, wir haben jetzt sowohl ins ZTM einen Showroom, Sie waren da der Erste, der Ingolstädter Kollegen sind dieses Jahr mit einem großen Showroom nachgezogen. Das halten wir für eine sehr gute Idee, solche Dinge ein, weil dort wird Telemedizin plastisch, wenn Sie sich diese Räumlichkeiten, egal wo, einmal angeschaut haben, ist man dann doch noch faszinierter von den Möglichkeiten, schon hier, weil man das dort einfach mal praktisch sieht. Das zieht sich eben durch alle Lebensbereiche von der Notaufnahme hin bis zur Pflege. Und dort würden wir uns auch wünschen, wenn viele Leute das Angebot, was Sie ja auch unterbreitet haben, wahrnehmen, hier sich diese Dinge einmal näher anzuschauen und einfach auch den praktischen Nutzen erfahrbar und erlebbar zu machen. Das Projekt der Weiterbildung hatte ich bereits angesprochen. Auch im nächsten Jahr soll es wieder einen Bayerischen Tag der Telemedizin geben. Also die Serie von Veranstaltungen wird fortgesetzt. Das halte ich für sehr wichtig, weil man dort eben auch ein sehr breites Publikum erreichen kann. Der Tag der Telemedizin wird nächstes Jahr in Erlangen sein. Wir gehen da bewusst auch durch die verschiedenen Städte, um auch dort vor Ort Präsenz zu zeigen. Und was auch wichtig ist, was ja auch in den Zentren gemacht wird, ist der Austausch der Projektträger über technische und medizinische Fragen, um nicht das Rad nochmals neu erfinden zu müssen. Es zeigt sich doch, wenn man die Leute zusammenbringt, dass das sehr befruchtende Diskussionen sein können, um insgesamt zu viele Einzelprojekte oder Insellösungen zu vermeiden. Neben der Telemedizin ist auch ein wesentliches Ding, dass die Digitalisierung im Krankenhaus generell auch aus unserer Sicht vielleicht noch ausbaufähig ist. Krankenhäuser benötigen heute eine zeitgemäße IT-Ausstattung. Denken Sie nur an das DRG-Vergütungssystem. Nach deren Einführung, da wurden ganze neue Berufsfelder wie Medizincontroller und Codierer ins Leben gerufen. An
deren Existenz man vorher nicht zu denken gewagt hat. Da war es ja noch sehr einfach, man hat die Tage gezählt, die ein Patient im Krankenhaus war und hat die dann mit einem Pflegesatz multipliziert. Das bedurfte es keines allzu großen Aufwands, wenn Sie heute in den Fallpauschalenkatalog sich mit seinen über 1000 Fallgruppen, Zusatzentgelte und so weiter ansehen, ist da doch schon deutlich mehr Arbeit und auch Digitalisierungsaufwand nötig. Im Bereich der Patientenversorgung wäre es aus unserer Sicht auch wünschenswert, wenn die Daten von der Aufnahme bis zur Entlassung jederzeit zugriffsbereit sind. Das Schlagwort vom papierlosen Krankenhaus ist natürlich in ganz kurzer Zeit nicht umsetzbar. Das sollte man aber als Ziel zumindest mal im Auge behalten. Um auch dort vielleicht etwas bewirken zu können, haben wir für den kommenden Doppelhaushalt, der ja derzeit beraten wird im Parlament, zusätzliche Mittel beantragt. Und auch im Rahmen des Digitalisierungsgipfels wurde dort schon beschlossen, dass man zumindest mal in Modellprojekten sich diesen Herausforderungen stellt und dort auch mal etwas umsetzt, um generell diese Dinge auch im stationären Bereich mit umzusetzen. Auf Bundesebene, der Herr Loos hat es auch schon angesprochen, hat ja der Herr Bundesminister Gröhm auf mehreren größeren Veranstaltungen jetzt sein E-Health-Gesetz angekündigt. Wir sind schon sehr gespannt, was dort drin steht. Der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD gibt ja eine einigermaßen grobe Marschroute schon vor. In erster Linie wird es über die weitere Einführung der elektronischen Gesundheitskarte gehen. Das ist ein Thema, über das man sich jetzt nicht länger hier an dieser Stelle, möchte ich mich jetzt nicht länger dazu äußern. Es ist ein sehr zähes Geschäft manchmal, das muss man einfach so sehen. Sie wissen, Einführung erfolgt im Jahr 2006. Das steht sozusagen kurz bevor. Man wird sehen, Versichertenstandarddienst soll jetzt ja umgesetzt werden. Das sollte ja nach dem ursprünglichen Planung der Gematik und nach Erfolg der Ausschreibungen der weiteren Erprobungen bereits noch im vierten Quartal 2014 anfangen. Was man jetzt so hört, ist dieser Termin leider auch nicht wahrscheinlich so haltbar, sodass es eher ins Jahr 2015 eingeht, sondern da erhofft man sich natürlich schon, dass jetzt durch eine entsprechende Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen dort eine gewisse Beschleunigung dann eintritt, um auch dieses große IT-Projekt weiter voranzubringen. Weil wenn man dort jetzt sich nochmal 5 Jahre Zeit nimmt, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr vermittelbar. Es ist ja jetzt schon für den einen oder anderen nur schwer verständlich, warum 2006 in diesem Bereich so lange dauert. Nichtsdestotrotz steht dort im letzten Satz der Passage im Koalitionsvertrag auch, dass telemedizinische Leistungen gefördert und angemessen vergütet werden sollen. Da erhoffen wir uns eben schon, dass dort entsprechende... Jetzt. Gut, neben dem Koalitionsvertrag, genau, Dankeschön, der Loos hat es auch angesprochen, wird natürlich auch der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz in Potsdam mit umzusetzen sein. Auch dort ging es in erster Linie um die Novellierung der 281 A und B, das ist auch die elektronische Gesundheitskarte. Dieser Beschluss ist einstimmig gefallen, der Gesundheitsminister. An dem Beschluss war auch ein längeres Papier, was auf Fachebene erarbeitet wurde. Ich bin auch Mitglied der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Telematik im Gesundheitswesen. Wir hatten da für die Gesundheitsministerkonferenz ein recht umfangreiches Papier erstellt, was denn schon alles dort ist, wo aber auch die Schwierigkeiten liegen, um die Dinge in die Regelversorgung zu bringen und voranzubringen in einem kleinen Anhang, welche Projekte auch schon laufen. Und ich denke, dass der Bundesgesundheitsminister jetzt auch das wird das Gesetzgebungsvorhaben nutzen wird, um diesen Beschluss auch weiter umzusetzen. Wir werden uns dann natürlich auch entsprechend in die Gesetzgebungsvorhaben einbringen. Aber nachdem es dort schon eine relativ einheitliche Haltung aller Länder gibt, was ja im politischen Betrieb nicht immer selbstverständlich ist, aber man merkt dort auf Fachebene schon,
dass das Bestreben der Länder dort in eine einheitliche Richtung geht und dass man da sicherlich im Konsens mit den anderen 15 Ländern und dem Bund zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Das ist jedenfalls unser Ziel. Ganz besonders das Versorgungsstrukturgesetz, das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, dass der dort formulierte Auftrag leider noch nicht umgesetzt ist. Und die große Frage ist, gibt es hierfür eine Lösung unter Beschleunigung durch das E-Health-Gesetz? Das werden wir dann sehen. Wir hoffen es sehr und sind gespannt, was es bringt. Wir sehen eben auch, wir brauchen die Rahmenbedingungen auch vom Bund, um diese Dinge weiter voranzubringen. Man kann in den Ländern viel anstoßen, aber wenn letztlich das Korsett, was drumherum gestaltet ist, nicht da ist, nützt es auch nichts, wenn ein Land sich engagiert und ein anderes auch. Wir brauchen dort einfach auch die Unterstützung des Bundes, gerade auch um die Frage der Vergütung voranzubringen. Das ist das zentrale Thema. Ich hatte auch erst gestern ein Gespräch mit den Ministern, da ging es auch genau um diese Frage. Wir haben ein tolles Projekt, das ist von allen anerkannt. Und jetzt haben wir die große Frage, wie sollen wir weitermachen? Die Kassen tun sich hart, das zu bezahlen, obwohl jeder von dem Nutzen überzeugt ist. Und, aber auch natürlich die Betreiber sagen, wir können das dauerhaft nicht alles nur aus Idealismus weitermachen. Und das wäre dann wirklich schade, wenn solche wichtigen Ansätze dann an solchen ungelösten Fragen der Finanzierung scheitern, weil das ja auch für andere Projekte, die vielleicht auch Ideen haben, schon auch ein Hindernis ist, zu sagen, na gut, jetzt kriege ich vom Staat vielleicht mal 200.000, 300.000 Euro und damit kann ich das 2, 3 Jahre machen und dann ist es schwierig und das ist dann auch nicht immer so der ganz große Ansporn, sodass wir also in diesem Vergütungsproblem ein ganz wesentliches Element sehen, um jetzt die Telemedizin dauerhaft weiterzubringen. Wie am wichtigsten ist natürlich, man braucht keine Telemedizin, man bleibt gesund. Wir haben ja in unserem Haus auch die Prävention, der wir uns auch widmen, auch wenn wir jetzt noch nicht in die Mittagspause gehen, passen diese zwei Aussprüche von Marc Wenger als zusammenfassende Schlussbetrachtung aus meiner Sichtweise ganz gut. Da heißt es, die einzige Methode, gesund zu bleiben, besteht darin, zu essen, was man nicht mag, zu trinken, was man verabscheut und zu tun, was man lieber nicht täte. Und man kann die Erkenntnisse der Medizin auf eine knappe Formel bringen. Wasser mäßig genossen ist für den Körper unschädlich. Und das bitte ich Sie dann auch bei der Mittagspause zu berücksichtigen. Und wenn es dann doch nicht so klappt, versuchen wir alle zusammen die Telemedizin weiter voranzubringen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage und in der dort hinterlegten Broschüre, die einen kleinen Überblick gibt über das, was in Bayern derzeit geschieht. Und damit danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Klemann, herzlichen Dank für Ihr Statement. Wie gesagt, wir sind ja ganz zufrieden in Bayern von den politischen Initiativen her. Aber erlauben Sie mir einfach nochmal die Frage, was würden Sie jemandem raten, der sagt, Telemedizin finde ich wirklich toll, will was machen, aber sich in diesen Dschungel bis hin zur Finanzierung und politischen Begleitung zu bewegen, wie soll der vorgehen, der eine gute Idee hat? Wer eine gute Idee hat, den werden wir trotz aller Widrigkeiten natürlich ermuntern, sie umzusetzen. Leute mit guten Ideen sind genauso wie bei Ihnen auch bei uns immer herzlich willkommen. Wir werden also niemandem sagen, es ist eine tolle Idee, aber gib gleich auf. Das bringt nichts. Aus unserer Sicht muss man einfach trotz der Widrigkeiten schon Projekte weiter fördern und auch umsetzen. Und dann bleibt uns letztlich aber nur die Hoffnung, dass sich die Rahmenbedingungen dann entsprechend ändern. Aber es bringt aus meiner Sicht jetzt nichts, vorher schon den Kopf in den Sand zu stecken, sagen, es hat eh alles keinen Sinn, damit kommt er auch nicht weiter. Also wir würden raten, mach's trotzdem, wenn es irgend geht. Fragen Sie. Tja, Sie sehen so ein bisschen Ratlosigkeit noch. Wer bewegt langfristig den Politiker, wenn es um das Thema Telemedizin, Versorgungsstrukturen, Netzwerke geht? Wird es wie gesagt, der die Idee hat, oder merken Sie auch schon politisch, dass, worauf ich eigentlich setze, dass Patienten selbst, Patientenverbünde, Selbsthilfegruppen klare Interessen auch an die Politik herantragen,
Wie ist das aus Ihrer Sicht langfristig einzuschätzen? Ich sage Ihnen das ganz genau deshalb, weil wir ein hohes Interesse hier spüren. Wir sehen das bei den Showroom-Besichtigungen, die ja auch der Bevölkerung angeboten werden. Wir bemerken, dass grundsätzlich das Interesse beispielsweise bei niedergelassenen Ärzten, das scheitert aber da oft schon sozusagen an der Digitalisierungsvoraussetzung und der Technologie, da sind wir steinzeitmäßig unterwegs oftmals. Wenn Sie mit den Playern intersektoral sprechen, dann sagt Ihnen natürlich auch viele, ja, ich steige da ein, wenn ich weiß, wo die Effizienz oder wo auch die, der finanzielle Vorteil für mich liegt. Also wir sind ja auch in einer Situation der Fachkräfte und ärztlichen Versorgung, die auch einen Generationsumbruch hat. Also da heißt es, irgendwo anzupacken. Also wer und wie sollen sich diese Interessensgruppen gegenüber der Politik bewegen? Also ich denke, dass natürlich neben den Patienten, die da ein ganz wichtiger Faktor sind, aber in erster Linie die Impulse dann früher oder später von der Ärzteschaft ausgehen werden, weil die letztlich die Anwendungen dann durchführen müssen und auch den Patienten am besten aus unserer Sicht die Möglichkeit haben, den Patienten von den Vorteilen zu überzeugen. Der Patient kommt ja zunächst zum Arzt und wenn er dort mit den bestehenden Möglichkeiten über die informiert wird, dann wird da auch das Interesse geweckt sein. Ein Patient, der jetzt akut nichts hat, hat aus unserer Sicht jetzt nicht so viel Veranlassung, sich mit dem Thema jetzt in so einer Tiefe zu beschäftigen, dass er da entsprechenden Druck aufbaut. Aber für Ärzte kann das schon sehr interessant sein, insbesondere wenn man sich auch mit anderen Spezialisten vernetzt, um zu sagen, ich kann hier ein breiteres Angebot für meine Patienten anbieten. Deshalb hoffen wir ja auch durch unser Projekt in der Weiterbildung die Ärzte dazu, noch mehr zu sensibilisieren und auf dieser Schiene auch weiterzukommen. Und dass dort auch quasi der Druck immer mehr kommt, dann entsprechende Vergütungsmöglichkeiten umzusetzen. Also dort sehen wir jetzt mal den ersten Ansatzpunkt. Herr Krämer, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Damit der Aufschlag für